Herzlich willkommen zurück hier bei The Last of Us. Und ja, ich nehme gerade noch ein bisschen weiter auf, weil es macht einfach so einen Fehl jetzt. Das ist geil. Ich habe mich inzwischen hier mal umziehen müssen, weil es ist echt abartig heiß hier. Und wir werden immer noch gejagt. Heute ich bin leicht am, naja, leicht durchgeschmissen. Das geht eigentlich noch, aber ja, ich weiß nicht. Wenn die ganze Zeit in derselben Kutte da hängst und dann so. Ne. So. Problem ist immer noch ein ganzer Schuss. Oh Gott. Ganz ehrlich, das Ganze erinnert mich so ein bisschen gerade an Evil Within. Also so von der ja, Menge der Munition her. Also es könnte sich ein wenig ziehen ab jetzt. Weil wenn ich mal gucke, wann es gespeichert hat vor 6 Minuten, ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Und ich bin halt nur mal nicht der Beste auch. Ja gut, mit Schleichangriffen geht das eigentlich schon. Halt. Das ist bloß wieder ein scheiß Stein, ne? Das ist bloß wieder eine Klamotte. Ne, ist sogar bloß eine Flasche. Wo bist du, du Mistkerl? Ja. Nein, nicht rauskommen. Warum rennst du da drin rum, Mädel? Mensch, komm mal raus hier. Okay. So kann es von mir aus weitergehen. Das ist zwar nicht wirklich schnell. Wahrscheinlich muss ich hier auch nicht alle kalt machen, weil ich muss auf jeden Fall hoch, denke ich mal. Was, wo? Bist denn du Typ? Kann ich die eigentlich auch... Ich denke, kann ich sie nicht sehen. Ich höre sie bloß. Fuck. Natürlich wäre es doch schlauer, ein bisschen mehr mit Ablenkung und so zu arbeiten, aber... Okay. Kann das sein, dass hier unten gar keiner mehr ist? Habe ich die draußen schon alle kalt gemacht dann? Die unten waren? Nee, doch nicht. Da ist noch einer. Der hat eine Waffe, von dem krieg ich doch bestimmt Muni. Ich muss hoffen, dass hier keiner mehr da ist. Ach, du bist das. Natürlich, warum musst du jetzt hier wieder zurückkommen? Er sieht die Kleine nicht. Er sieht die Kleine natürlich nicht. Was? Alter, hör auf daneben zu hauen, Junge! Willst du mich verschützern? Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Das hast du nicht zum ersten Mal gesehen. Oh, fuck! Okay. Ja. Wo? Alter! Achtung! Alter, hör auf! Nein! Blöder Drecksack! Alter! Wo bist du, Drecksack? Wow, wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Warte, ich habe da eine gute Idee. Glaube ich. Den hab ich richtig erwischt. Ja, geil. Aber ich will mir noch ein bisschen Muni aufsparen. Ja, da muss er als erstes dran glauben. Kann ich ihn durch die Wand hier auch sehen? Natürlich. Oh. Okay, er geht zurück, er kommt. Er geht auch weiter. Er kommt wieder zurück. Dann ist noch einer. Fuck. Könnt ihr euch mal bitte aufteilen? Natürlich nicht. Habt ihr was gesehen? Nein, warum? Nein. Hör!
Fuck, fuck, fuck! Zurück, 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 zurück! Alter. Also wie gesagt, es kann echt ein bisschen dauern. Es kann echt ein bisschen lange dauern. Krieg ich sie nicht mehr? Wirf ihn auf. Ich gehe hier lang. So, überprüf die Gasse. Nein, hier überprüft keiner die Gasse. Okay. Ciao! Oh Mann! Alter, da ist ja noch einer! Au! Alter, Ellie! Scheiße! Warum musste die jetzt im Weg rumstehen? Was soll das? Fuck! Hä? Nein, er kommt gerade. Das ist ein bisschen ungünstig zum Durchlesen. Das brauchen wir gleich. Wenn wir ihn kalt gemacht haben. Ich gehe hier lang. Du. Sieh da drüben nach. Du wirst so sterben, Junge. Guck mal, woanders hin. Ich hab es. Komm. Aber schön, dass sie jetzt mitmacht. Das ist echt nice. Und die Jungs haben nichts dabei, oder was? Warte, ich geh mal wieder hier hin. Okay, pass auf. War das jetzt das letzte? Ich weiß es gar nicht. Das ist das Schicksal aller Verräter. Auf die Unterstützung von Verrätern steht die Todesstrafe. Das Pittsburgh-Bataillon ist zu ihrer Sicherheit hier. Wir arbeiten daran, die Sicherheit in der Quarantänezone wiederherzustellen. Ja, so viel dazu. Aber mit Ruhe und Geduld kommt man doch weiter. Und ich hoffe, dass das hier nicht so ein endlos Spawnpunkt ist, weil das wäre echt scheiße. So, er läuft da lang. Wo läufst du lang? Hey, wie viel sind denn hier noch? Hey, langsam muss doch mal gut sein. Auf zu meckern, Kollege. So, ja, geh mal hoch. Vielleicht sind da oben noch ein paar mehr. Ich weiß, wir müssen sie wahrscheinlich nicht alle kalt machen und es würde irgendeinen Weg hier straight durchgeben, aber das ist mir gerade noch ein bisschen zu gefährlich. Außerdem, wenn man noch Muni sammelt. Hä? Hä? Oh! Was hast du das verlassen jetzt? Alter, ernsthaft? Ist das der letzte? Es ist nicht der letzte. Oh. Hinter den Regal! Sag mal. Wie sind denn das noch? Leck mich! Scheiße. Mach hin! Ich werde hier suchen. Such da unten! Scheiße, wenn ich es mal sehen würde, was der Typ ist. Nein! Alter! Willst du mich verarschen? Komm! Ja, komm! Fuck. Okay, okay. Noch läuft's, noch läuft's.
Oh, ich habe aber keine Verbandskisten mehr. Ich habe glaube ich auch gar keinen mehr, oder? Nee, ich habe keinen mehr. Shit. Das müsste doch der letzte Typ hier sein, oder? Wo bist du? Du bist Kerl. Das geht den Scheißdreck an, Mann. Bitte nicht umdrehen. Bitte nicht umdrehen. Immer schön weiterlaufen. Immer schön weiterlaufen. Das war verdammt knapp. Er hat wieder geschwungen. Scheiße. Und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Ja. Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Aha. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Ach, unsere gute Ellie. Alles klar. Warte. Gab's hier nicht noch einen Raum? Bevor ich hier vorschnell. Ach, okay, hier wäre ich auch hochgekommen wahrscheinlich bloß, ne? Oder geht's noch irgendwie in den Keller? Waren wir hier schon? Nö, sonst wäre der offen. Ja, da sind ja noch mehr. So. Ja, gut, jetzt haben wir jetzt eben eine Flasche. Das ist nicht so wichtig. Ah, okay. Oh Gott. Halt, was haben wir hier noch? Oberst Mackenzie, Atlanta, Quarantänezone. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle, Captain Matras. Alles klar. Ja, ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Stein. Stein ist mal wichtig. Stein ist mal wichtig. Haben wir noch was? Schubladen? Nö. Warte, war hier nicht. Hä? Alles klar. Alles klar. Die komische blinkende. Ja, die ist keine blinkende Kiste, aber diese komische, auffällige Kiste bringt uns auch nicht weiter. Alles klar, dann gehen wir mal wieder hoch. Und weiter unseren Weg. Moment, ach, das ist ein Stein. Halt! Was haben wir hier noch? Voll. Alles klar. Apropos voll, warte. Schade. Schade, ich dachte, wir könnten uns vielleicht noch ein Medikit craften, aber nein, reicht natürlich nicht aus. Hier haben wir noch einen wunderschönen Stein. Ach, bitte. Du liest also gern. Oh, war ja richtig. Ich weiß, ich kann dir das irgendwie ein bisschen schwer abnehmen, aber egal. So, ab raus hier. Hier ist der richtige Exit, hoffe ich. Oder? Da hinten noch irgendwas? Natürlich nicht. Ja, zur Schule wollten wir, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Da. Hier kommen wir nicht rein, weil Türe zu. Mann. Ha. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Kommt drauf an. Oh, schön. Pass gut auf, wenn du springst. Warte. Konnte er überhaupt springen? Nö. Doch, aber nicht wirklich weit. Ach, muss ich auch gar nicht. Ich dachte, ich muss da rüber gleich. Okay. Komm mal mit, hier wartet doch bestimmt wieder irgendeine verkackte Horde auf uns. Grüße. Runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit dem Tanker. Okay. Hauen wir ab.
Okay. Die haben uns nicht gesehen. Noch nicht. Noch nicht. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir durch das Morast sollten. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Welches? Welches Brett? Wo denn? Da hoch? Nee. Hier hoch? Wo denn? Hä? Hier? Hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Taugt das was? Wo denn? Bin ich doof? Ich sehe es immer noch nicht. Ah. Ja klar, ich werde abgeknallt. Warte hier. Mal sehen, wo das hinführt. Ich schwimme mal ein bisschen weiter. Verdammt nochmal. Assis, alles klar. War doch die richtige Entscheidung, weiter zu schwimmen. Ich glaube, die hätten mich sonst kalt gemacht. So. Aber wo soll ich denn die jetzt... Ich habe nicht gesehen, wo ich das jetzt hinbringen sollte. Also klar, zu ihr. Oder soll sie sich da wieder hochstellen und hier irgendwie auf den Bus drauf. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Durchs Hotel? Hier haben wir eine Cafeteria. Ups. Kannst du hier vielleicht mal hochsteigen? Das bleibt so hin wie die. Ist das jetzt irgendwie zur anderen Seite? Ich nehm's erstmal mit. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich. Naja. Ach komm, Joe, das kann nicht so schwer sein. Irgendwie hoch. Gibt's hier irgendwo eine Leiter? Natürlich nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Ja, ist so. Alter, ich wollte gerade sagen, der Spiel ist schon wieder anfängt rumzumucken. Muss ich das Ding überhaupt noch mitnehmen? Ja, ich weiß, Mann, du kannst da nicht hoch, aber muss ich das Ding überhaupt noch mitnehmen? Kann ich hier nicht durch? Warte mal kurz. Schieb die Scheiße mal weg. Lass mal los. Du siehst ja oben. Du siehst eigentlich ganz gemütlich aus. Bisschen dunkel. Ach, da gucke mal einer an. Gucke mal einer an. Oh, wie das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Ja, mein Gott. Warst du früher auf den Cafés? Natürlich. Oh ja, andauernd. Sag ich doch. Und was hast du bestellt? Kaffee? Nur Kaffee. Und ab und zu mal Whisky. Ab und zu mal Whisky. Aber einen guten. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, alles klar. Nee, Flasche brauchen wir nicht. Wir sind im Café. Er wollte durchs Hotel. Wo müssen wir da überhaupt hin? Nee, da kann ich natürlich nicht durch. Ach so. Dann wieder auch zur anderen Seite, oder was?
Das sind nur... Glaubst du, die Hunter sind weg? Nein. Das werden wir sehen. 1A Arena-Kampfort. 1A Arena-Kampfort. Wow. Edel. Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, Mann. Ah, Logo, ständig. Ständig. Nein. Nein, das war viel zu teuer. Halt. Warum ist schon wieder Schere voll? Das. Ja, warte. Ich sammle bloß mal noch ein bisschen. Hier komme ich natürlich nicht drauf. Ja, ich mach doch gleich. Hetzen alten Mann nicht so. Sie wird doch bestimmt dastehen und irgendwo hinglotzen, wo wir hin müssen, oder? Okay. Geh schon mal vor, ich gucke mich noch mal ein bisschen um.